Also Sicherheit wird zunehmend bedeutsam. Das betrifft nicht nur die polizeiliche Sicherheit, sondern auch die Gefahrenabwehr im nicht-polizeilichen Bereich. Brandschutz und Katastrophenschutz sind große Themen. Was wir dazu brauchen, ist eine bestmögliche Ausbildung, Erfahrung, Wissen der vielen Feuerwehrleute, derjenigen Kameraden und Kameraden im Rettungsdienst, aber auch die beste Ausrüstung. Und diese Messe leistet einen hervorragenden Beitrag dazu, dass mit bester Technologie, mit modernster Technik hier diese Einsätze geleistet werden können. Und ich bin auch froh, dass zum festen Bestandteil dieser Messe die Ausbildung gehört. Wir haben also feste Segmente, wo der Austausch zwischen den Einsatzkräften und auch die Fortbildung gewährleistet ist. Also die Messe ist ein Erfolg. Sie findet zum 9. Mal statt und wir haben, glaube ich, noch nie so viele Aussteller gehabt wie heute. 270, das ist nochmal eine deutliche Steigerung gegenüber der letzten Messe. Wir haben Besucherzahlen, die wieder auf dem Wege sind, alle Rekorde zu brechen, mit über 17.000 Besuchern aus 10 Ländern. Kurzum, die nicht nur die Fachleute sind da, sondern auch die Praktiker vor Ort. Es ist eine große Austauschbörse, nicht nur für die Technik, sondern auch für das Erfahrungswissen der Einsatzkräfte. Also Sicherheit gibt es auch nicht ohne den Brandschutz und hier spielen die 42.000 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr eine entscheidende Rolle mit der Berufsfeuerwehr. Die Staatsregierung hat seit vorvergangenem Jahr ein Feuerwehrpaket aufgelegt. Wir verdoppeln die Investitionen auf 200 in den nächsten Jahren. Wir haben die Feuerwehrpauschalen, das heißt, wir bezahlen 50 Euro pro Kamerad oder Kameradin, die aktiv sind. Wir zahlen Führerscheine und wir ehren die Ehrenamtlichen. Ich glaube, das ist ein Maßnahmenpaket, was deutlich macht, dass die Feuerwehr einen sehr hohen Stellenwert haben. Natürlich auch der Rettungsdienst und der Katastrophenschutz im Freistaat Sachsen.